Guten Morgen. Erste Nacht in Saalbach war sehr, sehr laut. Es hat nämlich ordentlich gewittert. Wir mussten dann noch die Markise hier einziehen, weil das war einfach, hat so viel am Van gerüttelt, dass wir uns gesagt haben, jo, wir ziehen die jetzt noch spontan ein. Und ja, wir machen es jetzt gerade fertig und dann geht's los auf die ersten Abfahrten, beziehungsweise auch die einzigen dieses Jahr hier, diesen Sommer, nee, Quatsch, diese Reise hier in Saalbach. Wir kommen noch mal wieder nach den Sommerferien NRW und dann, ja, haben wir ein bisschen mehr Zeit hier und dann, heute ist wirklich einfach nur zum Spaß, einfach unsere Lieblingslines fahren. Ich würde aber gerne auch wirklich mal diese Ferry-Line fahren und die neue Sheepy Hello, keine Ahnung, weil die bin ich noch beide nicht gefahren. Die eine wurde letztes Jahr erst frisch geshaped und die Ferry-Line, da haben alle gesagt, das ist voll kacke, das fahren wir nicht. Und da will ich mir einfach mal selber ein Bild von machen. Ich hoffe, wir schaffen das alles. 4 Trails sind angedacht. Heute Nachmittag soll es Regen geben, deswegen machen wir uns jetzt ganz schnell fertig und dann geht's schon los. Junge, ist hier was los, ey. Erste Runde Panorama Trail 2024. Unser Warm-up Trail. Boah, ist das top in Schuss noch alles. Hier ein paar kleine Bremsbelege. Wir haben Saalbach noch nie so gut in Schuss erlebt und so frisch geshaped wie in diesem Jahr und in diesem Besuch. Die Absprünge, die normalerweise schon ziemlich rund gefahren sind, waren noch ordentlich steil und die Anlieger waren zu 90% top in Schuss. Das habe ich nicht erwartet. Bald zusammen. Boah, schießt einen raus. Außerdem hat Saalbach wohl einige neue Streckenabschnitte gebaut und andere Strecken schon ordentlich geupdatet. Leider haben wir bei diesem Besuch nicht so viel Zeit gehabt, alles zu erkunden, aber ein paar Sachen seht ihr schon in diesem Video und die Updates, die wir noch euch zeigen wollen, die seht ihr dann im nächsten Besuch hier in Saalbach. Auf jeden Fall ein bisschen locker. Boah, viel zu weit. Hier seht ihr jetzt eine komplett neue Streckenführung, die ich selber das allererste Mal gefahren bin. Und anhand des Zustands dieser Strecke sieht man auch noch, wie frisch das Ganze ist. Einige Stellen waren wohl ein bisschen früh geöffnet und der Boden wohl noch weich gewesen. Allerdings freue ich mich schon, diese Strecken das zweite Mal zu fahren, wenn wir wieder hier sind. Was sind das für Kurven? Das ist eine komische Kurvenkombi.
Ja. Die Bremsleine sind schon böse, ne? Nach der ersten Runde Panorama-Trail warmrollen haben wir uns dann auf den Weg gemacht zur Westgipfelbahn, wo wir dann den Hackelberg-Trail uns natürlich noch vornehmen mussten. Auf diesem Trail habe ich tatsächlich das erste Mal gemerkt, was es für einen Unterschied macht vom Swoop hingegen zum Norco. Und High Pivot macht tatsächlich einen großen Unterschied, wenn es dann um ruppig und schneller fahren geht. Aber mehr dazu später. Aber wenn man jetzt beim Downhiller wäre, dann würde man einfach mit dem Lift fahren, weil wir jetzt ja Gravity Card haben. Dann wird man über Shotback Express. Echt zum falschen Zeitpunkt hier. Alles hier sperrt, ey. Leider zog sich der Fluch unseres Urlaubs auch durch Saalbach und einige Strecken waren immer noch gesperrt. Und sogar der Shotback Express fuhr noch überhaupt gar nicht, was uns dann so ein bisschen, ja, so ein Wermutstropfen verpasst hat. Allerdings haben wir uns den Spaß nicht nehmen lassen und sind dann trotzdem noch unsere Runde Hackelberg-Trail gefahren, der übrigens auch grandios in Schuss war. Ich bin schon gespannt, wie das Ganze nach dem Glamride dann aussieht und ob wir genauso positiv überrascht sind, wenn wir das zweite Mal dieses Jahr hier sind. Mit dem Norco was anderes, Leute. Das geht auch alles gut so. Aber das Norco wird nicht so sehr gebremst durch das High Pivot. Schon ein Unterschied. Ausgewaschener als sonst. Oh. Hier ist halt jetzt der Vorteil so, ne? Man braucht viel weniger Anstrengung, das Bike in die Luft zu kriegen. Ja, mit dem Norco ist das schon anders. Man lässt halt einfach dann mehr laufen, so um einiges mehr. Thank you.
Beim nächsten Besuch hier in Saalbach werde ich auf jeden Fall wieder mein Downhill-Bike mitnehmen. Und vielleicht das Enduro noch zusätzlich, um es mal wirklich so an einem Tag so total gegeneinander zu fahren und einfach mal die gleichen Strecken am gleichen Tag mit unterschiedlichen Bikes zu fahren. Eine Sache steht schon mal fest, das Enduro-Bike macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß, weil es einfach ein Ticken verspielter ist als das Downhill-Bike. Und die 29 Zoll Laufräder rollen halt auch richtig, richtig schön schnell. Vor allen Dingen durch die Noah Carbon Laufräder bin ich einfach mit diesem Bike hier super happy, da es auch noch extrem leicht ist. Was ich vom Norco jetzt nicht so behaupten kann. Es ist auf jeden Fall ordentlich schwieriger, das Bike in die Luft zu bekommen. Und man muss sich einfach ein bisschen mehr anstrengen und mit mehr Druck fahren. Und alles in allem ist es einfach ein Ticken anstrengender, als das Enduro-Bike zu bewegen. Okay. Hier gefährlich. Leute, wir packen früher zusammen als gedacht und starten schon nach Villach. Ja, wieso, weshalb, warum, das erkläre ich euch einfach gleich im Auto. Und dann wird es auf jeden Fall, glaube ich, noch ein chilliger Abend. Schon im Auto und starten Richtung Villach, Farkasee, um dort den Tom zu treffen. Der ist nämlich schon da und dann werden wir gemeinsam noch den Abend verbringen. Warum sind wir aber jetzt auf Saalbach schon abgehauen? Punkt Nummer 1, es ist irgendwie kalt hier, das Wetter ist nicht so toll und es sind halt viele Strecken gesperrt. Also ein Großteil der Lines sind noch nicht auf, Schandberg Express fährt noch nicht und Punkt Nummer 2 ist, wir kommen ja noch mal wieder dieses Jahr und dann für einen längeren Zeitraum nur hier. Und da ist der Marvin mit am Start. Nach nämlich 600 Metern geradeaus auf Glemmerstraße. Okay. Und da lasst sich schon drauf freuen, Marvin. Das wird eine coole Zeit. Und deswegen tut das nicht so weh. Das diente jetzt auch mehr ja nur so als kleiner Zwischenstopp, damit wir nicht eine weite Strecke so lange Auto fahren müssen, sondern halt jetzt ganz entspannt nur 2,5 Stunden fahren müssen. Geradeaus auf Glemmerstraße. Ja, damit wir nur 2,5 Stunden fahren müssen. Deswegen fahren wir jetzt ganz gemütlich, tuckern darüber. Ich hoffe, der Tank reicht bis dahin, sollte eigentlich passen. Den Straßenverlauf von Glemmerstraße noch 6 Kilometer folgen. Und dann hoffe ich, dass das Wetter dort besser ist. Der Tom sagt kurze Hose und wir können heute Abend noch schwimmen gehen. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Hier ist einfach wirklich Sommer. In Saalbach war Herbst. Und hier ist Sommer. 2,5 Stunden gefahren. Metern geradeaus auf Seehofer Landesstraße. Leute, wir sind gleich da. Leute, wir sind am Farkasee endlich angekommen. Beim Tom. Guten Tag.
Der Tom hat gerade noch geholfen, Tubeless-Umrüstung zu machen. Haben wir vergessen, die Kamera anzumachen. Ja, haben wir leider vergessen. Das hat nur 3,5 Minuten gedauert. Ja, das ging zack, zack. Ich hoffe aber, der Vorderradreifen bleibt dicht, weil da ist ein bisschen Felgenbandstress. Nein, das passt schon. Tom meint, das passt schon. Ja, morgen steht die Karre platt im Häuschen. Ja, dann pumpen wir die wieder um. Ja, und dann? Gehen wir Felgenband kaufen. Am Sonntag. Am Sonntag? Ja, ich habe keins. Ja, dann muss ich Enduro fahren. Die Michi muss mich ziehen. Ja, ich kann dich auch nicht ziehen. Ich habe nur das Light EMTB. Ist auch kein Problem. Ich kann das Light EMTB nehmen und du nimmst mein Enduro. Ja, ich da hoch? Nee. Bei dem Enduro-Rennen hat mir gereicht hier der Apfel. Ja, glaube ich. Ja, wir sind auf dem Weg zum Faaker See, weil der ist nicht wirklich weit. Und da springen wir jetzt einfach mal rein. Ja. Sagst du, es ist kalt? Ja, ich glaube, das sind so 18 Grad oder so. 18 Grad, das geht ja. Schätzungsweise. Und du, Frostbeule? Wir werden sehen, das Eisbaden jetzt. Okay. Keine Haie? Ja, Karpfen oder so ein Quatsch ist hier drin. Aber Haie nicht? Ne, Haie sind hier nicht drin. Okay, das ist gut. Vor Haien habe ich ein bisschen Schiss. Bei Netflix vielleicht. Ja, nachdem wir das... Wie heißt das? Designe. Wasser der Seine. Wasser der Seine. Hab ich auch geguckt, aber das Wasser war ja so schlecht. Wasser der Seine. Ja. Was heißt es ist vorbei. Ist jetzt überall eine Haie. Ich hab's gar nicht zu Ende geguckt, das Seine-Ding. Ich verstehe gar nicht, warum das so gehypt war. Alter, wir haben wenigstens endlich mal Sonnenuntergang hier. Wir hatten in all den Orten, wo wir waren, ist die Sonne immer hinter den Bergen untergegangen. Dann gab's keinen Sonnenuntergang. 2, 1. Ja, Leute, sowas hatte ich schon nie im Bikeurlaub hier. Was? Sowas hatte ich schon nie im Bikeurlaub. Wo man so schwimmen gehen kann? Ja. Tom macht's möglich. Kommt nach Villach, Leute. Ey, und die Trails habt ihr noch gar nicht gesehen, da bin ich richtig gespannt drauf. Wie war das Wasser für dich? War schön? Wie war das Wasser für dich? Ich kenne das, ist schön. Deswegen seid ihr hier. Leute, jetzt gibt's Abendessen. Der Tom hat alles vorbereitet. Wir haben Burger, Baguette. Ich habe Käsekreiner mitgebracht. Ich glaube, die können wir umdrehen, oder? Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, ob hier zu wenig Fett drin ist. Nee, ist nicht. Ist nicht. Leute, ich bin schon jetzt Fan vom Faaker See und die Trails haben wir gar nicht gesehen. Eigentlich können wir auch einfach nur jeden Tag schwimmen gehen und essen und Wein trinken. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Tage. Morgen kommt der Lars und der Erik noch an und am Montag kommt der Kevin, ne? Mit Mandy, ja. Mit Mandy zusammen. Die Michi freut sich schon auf die Mandy nämlich besonders. Ja. Ja, wir werden jetzt gemütlich essen, euch ein paar Eindrücke davon zeigen und dann ja, sehen wir uns morgen wieder. Denn wir wollen den Abend so ein bisschen genießen und entspannen, ohne Kamera und Pipapo. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Schaltet gerne wieder ein, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal am Faaker See hier wart oder ob das für euch komplett neu ist. Ich freue mich schon auf die Trails, vielleicht schaffen wir es morgen ein paar abzuchecken. Bis zum nächsten Video.